Frau Präsidentin, verehrte Kollegen, liebe Gäste im Deutschen Bundestag, wer den INF-Vertrag verstehen will, muss die Geschichte der Rüstungs-, Abrüstungs- und Limitationsgespräche in den 70er, 80er Jahren kennen. INF war eins, der krönende Abschluss sozusagen. Es gab aber SALT 1, es gab START 1, 2 und New START. Und es gab MBFR-Verhandlungen in Wien und sie alle sind erfolgreich gelaufen. Warum? Weil man eine Sache damals, zumindest auf westlicher Seite, im Osten sowieso berücksichtigt hat. Nämlich, dass sie, wenn sie den Frieden wollen, auch die Rüstung dafür haben müssen, um abzuschrecken. Und das ist das eigentlich Geheimnis des Erfolges aller Verhandlungen damals gewesen. Die westlichen Nationen, die NATO-Staaten, hatten eben abgestuft in jeder Schublade das notwendige Potenzial, um einen möglichen Gegner von einem Angriff abzuhalten. Und das war die eigentliche Erfolgsgeschichte der Abrüstungsverhandlungen in den 70er und 80er Jahren, meine Damen und Herren. Das Gegenteil waren diejenigen, die mit Friedensmut und Friedensinitiative glaubten, die Welt schönreden zu können. Und Sie erinnern sich an die Demonstration in Bonn, 350.000 Menschen gegen die Nachrüstung. Nein, das Gegenteil war der Fall. Nicht die Friedenspolitik, das wird ja heute so schön umgedreht in der Geschichtsdarstellung, nicht die Friedenspolitik der Bewegten bis hin zu Willy Brandt waren das Entscheidende, sondern das Beharren auf Positionen, dass man, wenn die Russen damals ihre SS-20 nicht abgerüstet hätten, wir mit einer Pershing dagegen hatten. Das hat den Frieden in Europa erhalten. Das und nichts anderes. Und es war ja ein sozialdemokratischer Bundeskanzler, der genau das mit dem NATO-Doppelbeschluss klar erkannt hat. Meine Herren von der Sozialdemokratie, ich kann Ihnen nur sagen, früher hatten Sie einen Schmidt, heute haben Sie Schulz und deswegen sind Sie auf dem Weg zur 5-Prozent-Hürde. Wir reden heute in der Tat allerdings von einer Situation, wo der INF-Vertrag letztendlich seine Wirkung verloren hat. Der INF-Vertrag, lieber Herr Außenminister, ist tot. Die Amerikaner wollen ihn nicht mehr und die Russen wollen ihn nicht mehr. Nicht, weil sich die Bedrohungssituation in Europa so verändert hat, dass wir uns feindlich gegenüberstehen, sondern weil beide Länder erkannt haben, dass rund um Europa herum und in Russland herum neue Mächte zu neuen Systemen Entwicklung gefunden haben, die wir gar nicht mehr kontrollieren können. Das haben Sie ja völlig richtig ausgeführt, Herr Minister. Und dann ist es doch äußerste Zeit, dass wir uns darauf konzentrieren, was im europäischen, also im außereuropäischen Umfeld sich entwickelt. Und das können Sie nur, wenn Sie diejenigen, mit denen wir bis zum Mauerfall und zum Fall der Sowjetunion in einer gespannten Stimmung lebten, wenn Sie die heute mitnehmen. Und ich gebe Ihnen ja recht, ich sehe nur keine Taten von Frau Merkel, schon gar nicht, Herr Maas. Dass wir auf die Russen zugehen, spätestens dann müssten Sie doch sagen, jetzt beenden wir die Sanktionspolitik und kommen auch in diesem Bereich zu einer Kooperation mit Russland. Denn nur wenn Sie das hinkriegen, können Sie in den Rest der Welt wirken. Das ist doch das alles Entscheidende. Und es war ja mal die Frage gestellt worden, braucht man jetzt einen neuen NATO-Doppelbeschluss? Nein, ich glaube, diesen NATO-Doppelbeschluss braucht man nicht nochmal, weil beide Länder überhaupt nicht daran interessiert. Die Amerikaner wie die Russen sind nicht an einer Verlängerung von INF interessiert. Sondern was die Herausforderung für uns bedeutet, wäre, mit dem russischen Partner in Moskau zu einer Einigung zu kommen, damit wir gemeinsam global wirken können, da gebe ich Ihnen völlig recht, Herr Maas, und zwar gemeinsam wirken können, um auf Länder wie Indien, wie Pakistan, wie China und andere Einfluss nehmen zu können. Es muss also nicht das Ziel sein, eine Konfrontationspolitik mit Russland fortzuführen und die Raketen zu zählen, die eventuell in Königsberg aufgestellt wird oder in Rumänien oder anderswo, sondern das Gegenteil muss der Fall sein. Reisen Sie nicht erst nach Peking, reisen Sie zuerst nach Moskau, Herr Maas. Kommen Sie mit den Russen und kommen Sie mit den Amerikanern dahingehend ins Gespräch, dass wir auf eine globale Vereinbarung für die Reduzierung oder gar Abschaffung von INF-Waffen uns einsetzen. Für Deutschland, für Europa, für Russland und letztendlich dann auch zum Segen des Rest der Weltes. Dankeschön. Vielen Dank. Nächster Redner, Roderich Kiesewetter für die CDU-CSU-Fraktion.